sind jetzt unterwegs. Ja. Wohin sind wir jetzt unterwegs? Zum Kurs. Was für ein Kurs? Ja, für den Bootschein. Für den Bootschein? Wir sind in Opatija. Und jetzt begleiten wir noch die Andrea zum Kongressgebäude, weil dort ist heute der 8-stündige Kurs für das kroatische Küstenpatent. Und morgen ist dann zu Mittag die große Prüfung. Die Andrea haben wir jetzt erfolgreich beim Kurs abgeliefert und ich gehe jetzt mit der Mama, wenn sie mir heute nachkommt, ein bisschen bummeln, die Stadt, was essen, was einkaufen und um 16.30 Uhr kommen wir wieder zu Andrea, weil da hat sie ihre große Pause, ungefähr eine Stunde und dann geht es gleich weiter mit ihrem Kurs wieder, bis 20, 30, 21 Uhr ist sie heute dort voll bedient. Jo, und wir schauen uns jetzt ein bisschen Opatija an. Die Andrea ist jetzt da hinten drinnen im Hafenamt und da findet die Prüfung statt. Sie ist schon aufgerufen worden, ist schon drinnen und wir warten jetzt, bis sie fertig ist und dann schauen wir, ob sie die Frau Kapitänin wird oder nicht.
Freunde, wir sind jetzt um 19 Uhr endlich in unserer Urlaubsdestination angekommen, in Omisch. Und das Apartment habt ihr eh gerade gesehen, das ist absolut traumhaft. Wir sind wirklich absolut zufrieden mit unserer Bude. Kann man echt nichts schimpfen. Da haben wir auch ideales Platz erwischt, direkt am Wasser, wie man da sieht. Da hinten ist bereits der Fluss Settina, der da rausgeht. Und da stehen die ganzen Boote von Omisch. Das ist so der Hafen quasi. Wir haben da unsere Gartengarnitur heraus und haben das Glück, dass wir wirklich das wunderschöne Panorama auf die Berg da haben. Also die Berg braucht man nicht so viel vermissen, weil wir haben es ja quasi vor der Haustür. Es sind zwar nur die kroatischen Berge. Alles trotzdem atemberaubender Ausblick. Und da oben auf den Spitz ist eine kleine Kapelle bzw. so eine Festung. Und da werden wir wahrscheinlich, jetzt haben wir drei Tage, Montag, Dienstag und Mittwoch, haben wir uns ein Boot gechartert und werden wir einmal entspannen, relaxen und das Meer so richtig genießen. Die Andrea hat ja heute Gott sei Dank das Küstenpatent erfolgreich abgeschlossen. Ich habe es ja schon seit 2019. Wir werden jetzt einmal das Meer richtig genießen, entspannen, uns gut gehen lassen. Und am Donnerstag geht es dann da auf über den Klettersteig und da freuen wir uns auch schon irrsinnig. Jetzt einmal einrahmen, einleben, herrichten und dann werden wir noch ein gutes Abendessen zubereiten, dann noch den herrlichen ersten Abend genießen. Ja, und dann freuen wir schon uns auf morgen. 8.30 Uhr ist bereits Start mit dem Boot. Also, wir sehen uns da wieder. So, Boot haben wir mittlerweile übernommen und die Frau Capitano ist bereits am Steuer. Herrliches Wetter haben wir heute. Jeder Bootsfahrer weiß, ideal ist, wenn das Meer richtig glatt ist und das ist es jetzt. Und da haben wir heute richtiges Glück. In der Früh haben wir uns gedacht, es geht der Wind und das kann heute ein bisschen dramatisch werden am Wasser mit den Wellen. Aber absolut Traumtag erwischt und jetzt da genießen. Vorsicht! Pensionisten schwimmen? Nein. Ist kalt? Kalt? Nein, oder der Wasser ist ein bisschen blöd. Eine hupfen. Einfach herrlich. Jetzt sind wir mal angekommen zwischen Ziel und die Andrea ist schon im Wasser. Und die Mama kämpft mit dem Einstieg, der äußerst schwierig erscheint. Mit dabei unsere Fahne, unsere Meisterfahne, Sturm Graz. Wird das heute noch was, oder? Ja, spätestens, bis wir zurück sind,
wird das vielleicht was werden. So, jetzt hast du es geschafft. Ich bin von der Tür so gewesen. Das ist toll. Ah, mein ganzes Haar ist. Kurzer Halt in Supetta und was tun sie wieder? Die lieben Damen, schaut euch das an. Shoppings, wie immer. Guten Morgen aus Omisch, liebe Freunde. Heute Tag 2, Dienstag, der zweite Tag mit unserer Bootstour steht bevor.
Die Damen sind gerade ein bisschen Tapergeschirr einkaufen, damit wir uns ja aus mitnehmen können, weil heute nehmen wir einen ausgezeichneten griechischen Salat mit an Bord. Und bei unserem griechischen Salat darf nicht fehlen, das steirische Kürbiskernöl natürlich. Und den Salat, den mache ich jeden Tag auch, weil da bin ich der Meister. Es wartet wieder ein wunderbarer, herrlicher Tag auf uns. Wetter absolut ideal, Wasser ideal, was über mehr. In 30 Minuten müssen wir beim Boot sein, deshalb müssen wir jetzt Gas geben. Bis später. Boot haben wir jetzt schon abgeholt und jetzt müssen wir noch nach Omisch wieder retour fahren. Die Mama holen, weil die hat das ganze wichtige Zeug mit, wie Bier, Wein und Essen. Wir haben wieder ein absolut herrliches Traumplatz gefunden. In einer wunderschönen Bucht. Die kennen wir bisher nur von der Straße oben, weil da fährt man Richtung Makarska. Und da müssen wir zu Fuß runtergehen so weit. Und das hat uns bis jetzt nie geschert bei der Hitze. Und jetzt, da wir mit dem Boot unterwegs sind, können wir uns das endlich anschauen. Wirklich traumhaft. So ein kleines Mini-Dorf mit ein paar Häusern. Absolut. Traumhaftes Platz hat. Und ich werde jetzt das erste Mal in Kroatien die Drohne starten lassen und das ganze schöne Gebiet von der Luft aufnehmen. Bin schon neugierig, wird meine erste Aufnahme, meine erste Landschaftsaufnahme mit der Drohne.
verraust. Du wohl nicht verraust. Super. Eins haben die Steirer immer mit, wenn sie mit dem Boot on Tour sind, eigene Jausen. Und das ist heute ein guter griechischer Salat im Steirer Style mit 28 Liter Kernöl. Ohne Kernöl geht einfach nichts. Mahlzeit! Wir sind da jetzt in so einer Bucht, das war so ehemalige Ladestation bzw. zum Abtransportieren von die großen Bekannten aus dem Marmor von Bratsch. Das ist ja ziemlich weltbekannt. Genau da hinten rundherum wird der wunderschöne Marmor abgebaut und wird dann in die ganze Welt verkauft. Ich glaube sogar im Weißen Haus in Amerika ist der Stand vorhanden. Parlament in Wien
und ja, einige andere Kirchen und bekannte Gebäude und so weiter sind damit ausgestattet. Das ist wirklich einer der feinsten Marmors auf der ganzen Welt, also der ist überall heiß begehrt und beliebt. Und das war früher wahrscheinlich da so ein Werkel, oder wie gesagt, eben, da hat man das Ganze auf Schiffe verladen und dann in die ganze weite Welt hinaus transportiert. Echt nice. Haben wir jetzt auch zufällig gefunden, da das Platzl. Werden wir jetzt noch ein paar schöne kleine Steine mitnehmen. Weil jetzt viel Platz haben wir ja nicht am Boden, also reich werden können mit ein bisschen Marmor, was wir heute mitnehmen können. Leider nicht. Das Wasser ist da auch so wunderschön. Wahrscheinlich liegt da genug Marmorresteln drinnen von den Steinen, die sie da hinten runterwerfen, runterschmeißen. Ja. Ein herrliches Platzl, nichts los, niemand weit und breit. Absolut traumhaft. So, jetzt wieder retour zu unserem Boot. Das haben wir da sicher angelegt und ein paar Steine suchen und dann geht es wieder ab. Tag 2 ist dann auch wieder zu Ende und ein herrlicher Tag geht wieder voller Erinnerungen auch zu Ende. Zufällig so ein glattes Stickel, ja, Brockenfels kann man sagen, weil für einen Stein ist das auch wieder zu groß. Der wird dann so geschliffen und wird dann spiegelglatt und das ergibt dann die wunderschöne Optik. Da dürften sie die ganzen Resteln runterhauen, die sie nicht mehr brauchen. Da ist jetzt ein riesengroßes, mega großes Stickel. Als Beispiel, schaut euch das an, wie flach das ist und wie schön. Es gibt dann so richtig schöne Oberfläche. Wird dann umso öfter, dass man das behandelt, schätze ich mal, ich bin jetzt kein Stammetz, aber umso öfter, dass man das behandelt, umso schöner wird das. Absolut traumhaft der Stein. Wirklich sensationell. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know. Ja, Boot retour gebracht. Jetzt ist Ende und jetzt heißt wieder händisch arbeiten, weil jetzt werden wir das Kajak wieder aktivieren. Jetzt haben wir das letzte Mal im September in Dubrovnik gebraucht und werden wir schauen, ob das Ganze noch fit ist. Weiß ich nicht. Eigentlich haben wir das Kajak wunderschön putzt und ziemlich getrocknet, aber es ist trotzdem die Feuchtigkeit drin geblieben und jetzt stinkt das ganze Kajak und wir können es noch einmal putzen, weil es ziemlich versaut ist dadurch. Naja, jetzt werden wir es einmal aufpumpen. Gott sei Dank nicht mit der Handpumpe, sondern mit meiner elektrischen Bosch Luftpumpe, wo ich nicht weiß jetzt, wo man die einschaltet. Ah, das Ganze geht dann ruckzuck ohne Mühe. Guten Morgen, liebe Freunde. Bevor es heute mit dem Kajak ein bisschen durch die Gegend geht, das ist gestern noch fertig geworden, geht es heute natürlich, wie gesagt, da auf den Klettersteig. Und jetzt natürlich die Klettersachen noch zusammenrichten und herrichten
und dann werden wir gleich starten. Es ist kurz nach 6 Uhr und um 6.30 Uhr geht es dann los. Und wir sind schon unterwegs. Gleiches Shirt, das Berggefühle-Shirt. Und jetzt müssen wir den Einstieg suchen, damit wir wissen, von wo es dann losgeht in den Klettersteig. So, Ausrüstung ist angelegt und wir sind ready. Ein paar Höhenmeter haben wir eh schon ohne Klettersteig. Und da ist jetzt der Einstieg. Geht jetzt ein Stück auf und dann werden bald einmal die Seile beginnen und dann geht's los. Ja, nach 2 Minuten von unten weg hat man dann den Einstieg in den wirklichen Klettersteig erreicht. Da ist noch eine Hinweistafel und auch der Hinweis, dass man oben dann auf der Festung 3,50 Euro, wenn man einigen will, Eintritt zum Zahlen hat, wenn man die atemberaubende Aussicht von der Festung aus genießen will. So, bereit? Bereit. Jetzt geht's richtig los. Also die Aussicht ist wirklich unglaublich. Schaut euch das an, hinter mir da oben, über die Altstadt, Omisch, herrlich. Jetzt, da, jetzt kommt da schon langsam die Sonne vor uns und dann ist das Ganze noch herrlicher. Da geht es jetzt durch auf, wirklich sehr einfach, der Klettersteig, sehr easy zu gehen, super Fels, sehr griffig, enorm griffig durch den Kalkstein, den es da gibt. Also wirklich atemberaubend. Echt genau Klettersteigerl nach unserem Geschmack. Da sieht man die neue Brücke, die die Umfahrung ist, weil früher war ja der ganze Verkehr da unten drüber über die Brücken, über die Stadt. Und da war irrsinnig viel Verkehr und durch die Brücken jetzt da fahren die Leute durch den Berg durch und es ist jetzt wesentlich weniger Verkehr. Aber der Verkehr ist uns wurscht.
weil wir genießen diesen wunderschönen Bergtag in Kroatien. Durch. Was schaut sich? Da ist jetzt die komische Scharte. Und dann geht es wieder bergauf. Aber ich schätze, das dürfte jetzt da vermutlich der letzte Anstieg sein. Da geht es oben noch ein Stückchen flach dahin. Und da werden wir bald einmal die Festung sehen. Oder vielleicht auch schon dort sein. Aber das sehen wir dann, wenn wir das, die kleine Etappe da jetzt gepackt haben. Man glaubt immer wieder, nach jeder Kuppen, man ist oben. Es ist dann doch nicht so. Es geht dann wieder links, es geht dann wieder rechts, es geht dann ein bisschen seitlich, dann geht es wieder ein paar Latern auf und ganz so verschnörkelt dahin. Und ich glaube aber, da jetzt noch auf und dann müssen wir bald einmal oben sein, von den Höhenmeter her, dürfte es wirklich jeden Moment so weit sein. Puh. Gott sei Dank sind wir wirklich in aller Früh gegangen und nicht um, weiß ich nicht, 10 Öfe, weil wenn du die Sonne mal da rein hast, dann ist das richtig mühsam und dann kannst du etwas krepierst. Aber es ist so schon heiß genug durch die Anstrengung. Ja, aber es ist machbar.
einigen Minuten haben wir es geschafft. Jetzt sind wir schon bei der Festung herum, der Festungsmauer entlang. Und da geht es jetzt den berühmten Mauerloch durch. Und dann werden wir so bald einmal da unten gepackt haben, glaube ich. Absolut herrlich. Jawohl, und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt auf der Festung Fortica, glaube ich, nennt sich das. Und da kann man jetzt die Stiegen aufgehen. 3,50 Euro Ticket. Dann kann man auf die Festung aufhatschen. Aber wir sparen uns das, weil wir haben da gesehen, dass da eh so ein herrlicher Ausblick ist, wenn man da ein Stück lower geht auf die Felsen. Und ich habe die Drohne mit. Und ich kann von da genauso geniale, geile Aufnahmen machen. Von dem her brauche ich den Eintritt in die Festung nicht zahlen, sondern ich fliege mit meiner Drohne in die Festung. Nein, das mache ich nicht, aber wer eine Drohne hat, ist meistens von den Aufnahmen her klar im Vorteil. Und da geht es jetzt nachher wieder einen gemütlichen Wanderweg zurück ob ich ins Tal, unter Anführungszeichen. Ich hoffe, euch hat der Klettersteig gefallen. Wenn es in der Gegend seid, Amisch, macht es den Klettersteig. Er ist wirklich easy. Es ist zwar ziemlich warm und mühsam, aber ja, rechtzeitig losgehen. 5, 6 Uhr, spätestens 6, 7 Uhr, dann passt es. Jetzt retour, dann endlich einmal was frühstücken, dann kurz ausrosten und dann geht es weiter mit unserer Kajaktour. Bis später. Okay, so schnell kann es gehen. Jetzt haben wir uns doch ein Ticket antragen lassen. Habe ich eine 100 damit gehabt und sie hat aber rausgeben können, das was ich nicht gedacht habe. Und jetzt werden wir uns die Festung da halt auch noch anschauen. Ne? Und der Kohlerwühl hat sie auch frisch. 3 Euro. Aber mal selber nur mit.
wenigen Minuten waren wir noch am Berg und kaum sind wir hier unten, sind wir schon wieder sportlich unterwegs. Heute mit dem Kajak geht es den Richtung Fluss aufwärts, den Fluss Cetina, werden wir uns heute anschauen. Der letzte Tag angebrochen. Und was machen wir jetzt? Nein, ich mag nicht Wind raus. Die Mama sagt jetzt, macht das Abschlussvideo. Grüß euch! Seid bei euch! Ja, wie man sehen kann, es ist niemand so einfallsreich so wie ich. Alle sind so schüchtern, aber hinter den Kulissen spülen sie sich immer riesengroß auf. So, letzter Tag ist angebrochen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja. Nach deinen Vorstellungen? Super. Und heute sehr wenig Action. Heute gehen wir nur mehr am Strand. Ein bisschen den letzten Tag genießen. Und viel mehr wird nicht passieren. Weil morgen Vormittag geht es bereits wieder ab in die geliebte Heimat nach Österreich. Strandleben. Haben Sie jetzt falsch gemacht, Kollege? So, neuer Versuch. So einwickeln? Ja.